Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Ich starte gleich ins Spiel rein, damit das hier weitergeht. Und ja, im letzten Part ist viel passiert. Wir haben die Küche umgebaut und haben jetzt einen richtig schönen Esstisch. Hey, beautiful, kannst du mich anrufen? Nö. Du kannst keine Kinder machen. Genau. Wir haben festgestellt, dass Caleb einfach nicht zeugungsfähig ist. Warum und weshalb auch immer, ist er demzufolge für uns nicht zu gebrauchen. Und denkt bitte immer dran, es ist ein Spiel. Es ist wirklich ein Spiel. In der Realität sieht alles ein bisschen anders aus. Ne? Und gerade diese 100 Baby Challenge kann man nicht in die Realität umsetzen. Das geht nicht. Sollten wir irgendwann mal Richtung Rags to Riches kommen, dann sieht das anders aus. Aber diese können wir einfach nicht umsetzen. So. Ja, und? Wir haben uns ja einen neuen Mann gesucht. Und schon, babam, ist sie schwanger. Ja, und eine kleine Neuerung wollte ich jetzt noch machen. Das hatte ich mir ja im letzten Part überlegt. Ich hoffe, das klappt alles hier so und ist nicht zu eng. Mal, wir uns merken. Nämlich eine Waschmaschine. Das dauert bloß ein bisschen immer, dieser ganze Sisi, ihr wisst. Oder wir kacken gerade das Spiel ab. Das kann natürlich auch sein. Hatte ich schon oft genug. Ah, hier. Waschküche. Freizeit. Waschküche, wasch. Waschwanne? Waschmaschine? Ah! Wäscheleine. Wäscheleine ist ja okay. Würde ich hier gleich zwei daneben hinzimmern? Wir werden bestimmt viel Wäsche haben. So, dann kommt... Oh nein, nicht der Kühlschrank. Nicht der... Och, nö. Ja, ich will das nicht. So. Wir müssen dort den Sheet aktivieren, sonst funktioniert das alles nicht. Baby, ich kann mir das mittlerweile merken, ne? Objects. Yeah. Genau. Wir brauchen ja Wäschekörbe. Ein Bad brauchen wir einen, definitiv. Dann würde ich den hier nehmen. Warte mal. So, neben der Waschmaschine. Neben der Waschmaschine? Genau. Ist das auch so einer? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Ansonsten liegt die Wäsche rum. Was ist das? Little Bunny Basket. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde einfach hier auch so ein Dino noch hinstellen. Gibt es ihn in anderen Farben? Oh, ich muss niesen. Dann. Entschuldigung. Warte mal, dann nehme ich mal diesen Bunny Basket raus, setz den hier rein. Ah ne, das ist ja doof. Das ist ja doof. So, sieht das funktioniert. Aber hier passt doch der Dino rein. Zieh mal Schuhe. Machen wir die Pflanze weg und dann stellen wir den Dino hier in die Ecke. So. Und jetzt brauchen wir hier noch einen. Der nicht unbedingt im Weg steht. Dieses Babybett, ne? Muss das mal verkaufen. Muss mir dann mal ein anderes suchen. Oh,
Oder ich muss... erstmal um eins verbreitern. Das geht gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Platz. So. Hässlich sind sie eigentlich alle, ne? Baby kommt dann gleich hier daneben. Hier kommt der Wäschepuff hin. So, jetzt brauchen wir Baby. Baby! Das verstehe ich nicht. Okay. Bibi-Bett. Niedlich. Aber so richtig Babybett? Haben wir bloß die Standardmodelle, oder? Ich bin da gemacht. Oh nein, hier, guck mal. Oh, oh ja, bitte. Moment. Na, irgendwas so wie Mobile oder sowas? Ich muss mal ganz kurz die Nase putzen. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Bin ich schon wieder? Ihr habt das gar nicht bemerkt. Niedlich ist das ja schon, ne? Gut, nee, das ist eher was für größere Kinder. Ach so, ein Mobile. Ich werde mir ein Babyzimmer zulegen. Stopp, aus, Ende. Ein Babyzimmer. Ich weiß ganz genau, dass ich ein Babyzimmer habe. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Und ich weiß auch nicht, was es kostet. Das war das nächste Zimmer, was wir haben wollten, ne? Hm, genau. Aber ich weiß, dass ich ein Babyzimmer habe. Da. Kostet 8.000. Möchte gern ein Babyzimmer. Das ist eher ein Kleinkindzimmer, ne? Also hier so ein Säugling. Das war auch ein Säuglingzimmer. Das ist auch total toll. Aber nein, ein Babyzimmer. Gut, obwohl wir das auch nehmen könnten im Prinzip. Und bloß das Bettchen ändern. Wäre auch eine Möglichkeit. Hier, da ist das Babyzimmer. 6.000. Gut. Okay. Wir wollten aber eigentlich eine Waschmaschine kaufen, ne? Waschmaschine. Tegen. Akzente. Becken. Tegen. Elektronik. Ohren. Eine Waschmaschine. Mobile. Ein Mobile.
Okay, das ist doof. Gut, hat sich schon erledigt. Hier ist auch nichts drin. Sanitär? Aber es muss doch Waschmaschinen geben. Unter welcher Kategorie sind was? Qualität und Fähigkeiten, oder? Was ich natürlich dann aber nicht verstehe, weil das hat eigentlich doch damit nichts zu tun. Okay. Außenaktivitäten. Ich gebe es nochmal ein. Aua. Wasch. Wanne, Waschküche. Waschküche. Jetzt gucke da. Möchte gern eine Waschmaschine. Washing Machine, Larus Dryer. Nee, eine Washing Machine. Aber in Beige. So, eine Waschmaschine. Habe ich den halben Porter mit verbrannter Waschmaschine zu suchen? Ist klar. Dann haben wir noch Deko oder sowas dazu. Ja, Verschiedenes. Okay. Deko. Ne, keine Blumen. Sowas hier. Oh, mach Zigaretten. Ich suche. So ein bisschen wenigstens. Ich meine, wir haben jetzt einen Haufen Kohle ausgegeben. Ich weiß gar nicht für was. Ach so. Aber ist okay. Nö, nee, nicht wirklich. Hier? Warum habe ich den Scheiß noch drinne? Nierisch rausgemacht. Na gut. Ist doch ja irgendwas, sowas wie ein Waschmittel oder sowas. Das ist genau der Grund, warum ich Deko hasse. Weil ich nie das finde, was ich suche. Und warum ich mir Sims-Räume komplett runterlade und baue, weil ich nie das genau das finde, was ich habe. Oh, das ist niedlich. Ist das niedlich? Und das ist so nervig. Ich habe viel Deko. Viel. Aber nicht das, was ich suche. Dann bleibt's. So, wir haben eine Waschmaschine. So, ich wollte gucken, wie es den Kindern geht. Du hast keinen Hunger, du hast Hunger. Nee, du nimmst dir jetzt kein Gericht. Ich werde dich jetzt hier hinsetzen. Absetzen, Elena. Nein, du nimmst dir jetzt kein Gericht. Kinders. So, und jetzt darfst du Portion nehmen für Elena.
Unfertige Hausarbeit. Als Ben zum Unterricht geht, fällt ihm plötzlich ein, dass seine Hausarbeit heute fehlt. Fällig ist. Er starrt auf die Arbeit seiner Mitschüler, die sich bereits auf den Lehrpult stapeln. Er müsste nur ein paar Minuten alleine mit den Arbeiten sein. Soll er versuchen, die Arbeiten eines Mitschülers abzuschreiben oder die Wahrheit gestehen? Wir sagen die Wahrheit. Der Lehrer bedankt sich bei Ben für seine Ehrlichkeit und gewährt ihm eine einmalige Verlängerung. Er muss... Was machst denn du jetzt? Er muss sehr viel in kurzer Zeit schaffen, aber wenigstens bekommt er eine zweite Chance. Essensschlacht. Ben hat in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle anderen Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Ja, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Er sollte beim Aufräumen helfen. Das ist inakzeptabel und schreit nach Strafe. Das ist Strafe genug, dass die mit aufräumen sollen, obwohl er kennt das ja nicht anders von zu Hause. Dann geh jetzt mal pieseln. Nee, du tust da jetzt nicht die Leviten lesen. Da bleibst du jetzt genau dort drinnen sitzen. So, du gehst in Mauszöpfchen, mein Großer. Wann hat er Geburtstag? Oh, shit. Ich brauche noch ein Kinderzimmer. Und dann tust du ihr mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Das räumen wir später weg. Mhm. Sehr schön. Das funktioniert. Können wir uns um den Garten kümmern? Nee, gerade ist alles tot. Alles tot. So, dann tust du ein abstraktes Gemälde malen. Wir haben bisher immer mit dem Abstrakten das meiste bekommen. Oder wir müssten einfach mal üben. Das könnte natürlich auch sein. You're fine. Also Ben konnte bei Zeiten gut laufen. Dafür ist er, glaube ich, weiter beim Reden, ne? Kommunikation hat er voll, genau. Und Ben war beim Laufen gut. Fantasie hat er auch fast voll. So, wie lange schläft Purzelchen noch? Noch ein bisschen. Immer noch ein bisschen. Was tun? Auf jeden Fall brauchen wir noch ein Kinderzimmer. Das heißt, wir müssen noch dringend Geld verdienen. Und das wiederum heißt... Ich muss malen. Solange ich noch niemanden habe, der Geld verdient in diesem Haushalt. Und das werden die Frauen. Das ist immer eine. Beziehungsweise verdienen die dann Geld, wenn die... Also bis die verheiratet sind. So. Dann mal ein Bildchen. Ja, ich hasse es hier. Rene hasst es, wenn die Dinge unordentlich und stinkend sind. Es tut mir ja... Oh.
Das müssen wir machen. So, wir beschleunigen mal ein bisschen. Kind ist wach. Aber ihr Lieben, ich werde mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin. Ciao.